Legen wir los. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank an das Freilichtmuseum für die Gastgeberschaft. Wir haben heute ein sehr begrenztes Thema. Es soll heute tatsächlich um Altranft und also das Dorf Altranft und das Freilichtmuseum Altranft gehen, um diese besondere Beziehung. Wir hatten eigentlich gedacht, es sind noch ein paar mehr Leute da, aber irgendwie war es gar nicht so einfach, durchzukommen in der Öffentlichkeit. Also zum Beispiel in der Motz haben wir nichts gefunden, wo wir es hingeschickt hatten, dass sie das angekündigt haben. Hanna Blonsky, die meisten von Ihnen kennen sie, war im März unterwegs, hat über 30 Interviews gemacht und so alles in allem wahrscheinlich mit 40 bis 50 Menschen geredet. Das alles immer fein protokolliert und macht heute einen ersten Auswertungsversuch dazu. Ich will noch kurz was dazu sagen, zu dem Charakter, den das Ganze hat, weil die Stimmung ja manchmal aufgeladen war in den letzten Jahren. Wir haben nicht die Aufgabe und die würden wir auch nie annehmen, irgendwie zu urteilen, Recht zu sprechen, zu sagen, ja, die haben Recht oder jene haben Recht oder das und jenes ist irgendwie falsch gemacht worden. Das ist eigentlich nicht das Ziel der Sache, sondern das Ziel der Befragung und auch des Nachdenkens von Hanna Blonsky war, sich zu fragen, wie eigentlich ein In-Situ-Museum funktionieren kann. Denn während Sie ansonsten ja Freilichtmuseen häufig quasi auf der grünen Wiese haben und also auf einem Gelände ein Museum errichtet, haben wir eine andere Situation und die stellt das Museum vor besondere Herausforderungen. Und diese Herausforderungen werden auch in Zukunft bestehen. Mit denen muss man auch in Zukunft fertig werden. Und deswegen begreifen Sie es bitte als Lernlänge. Wir haben Frau Blonsky bei ihrer Arbeit weitgehend freie Hand gelassen. Wir finden, sie hat das sehr schön gemacht. Sie hat sehr schön mit den Leuten geredet und eine gute Gesprächskultur mit ihnen gehabt, sodass die Befragung selbst aus unserer Sicht auch schon einen Eigenwert hatte, weil einfach viele Dinge nochmal diskutiert worden sind und auf den Tisch kamen. Wie sie jetzt genau, wir haben auch gelesen, was sie geschrieben hat, also das trifft alles auf unser Einverständnis. Trotzdem möchte ich Sie sozusagen nochmal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Es ist das erste Mal, dass du in dieser Konstellation jetzt hier öffentlich sprichst. Genau. Und deswegen seien Sie mild mit ihr. Das heißt, wenn Sie was in den falschen Hals kriegen, spucken Sie es einfach wieder aus. Das Ziel ist nicht sozusagen nochmal recht zu sprechen, sondern das Ziel ist, was zu lernen aus der ganzen Geschichte. Und dabei aber auch die Brisanz und die Schärfe dieser Thematik nicht klein zu reden. Denn es ist eine sehr schwierige Herausforderung, ein In-Situ-Museum zu betreiben. Und vor dem Hintergrund hat das hier eine spezifische Geschichte, die hat Frau Blonsky versucht zu rekonstruieren. Und sie hat sich am Ende auch Gedanken darüber gemacht, wie man diese Geschichte weiterschreiben kann. Es wird, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig lange dauern. In erster Linie wollen wir versuchen, dann hinterher noch darüber zu reden. Und jetzt erstmal bitte Hanna Blonsky ein Wort. Genau. Ja, in dieser Konstellation ist es tatsächlich mein erster Vortrag. Deshalb, wie schon der Herr Dr. Anders gesagt hat, lassen Sie bitte milde walten, sonst habe ich nur Universitätsstudenten vor mir. Ich habe das Ganze Beziehungsgeflechte genannt, weil ich finde, dass das ganz gut zu dieser In-Situ-Thematik passt. Ja? Das ist ja eine Beziehung zwischen Freilichtmuseum und Dorf. Und wir haben hier ja natürlich diese Situation, dass ein großer Teil des Freilichtmuseums nun im Dorf noch liegt. Daher dieser Titel Beziehungsgeflechte. So, das ist die Agenda für heute. Vorgenommen habe ich mir folgende Themengebiete. Einmal der erste Punkt ist prägende Aspekte des Beziehungsgeflechts. Da kann man so ein bisschen reinzoomen dann auf oder in die prägenden Erfahrungen, die die Dorfbevölkerung mit dem Museum gemacht hat und dann als zweiten Punkt daraus resultierende Verhaltensmuster. Das wäre das Erste. Dann zweitens möchte ich ein paar Arbeitsdefinitionen geben, über die man sich Gedanken machen kann, nicht muss. Das alles ist nur ein Angebot von mir, was daraus gemacht wird, steht natürlich jedem selbst frei. Dritter Punkt ist das In-Situ-Museum als Herausforderung. Es ist nun mal eine besondere Situation, diese In-Situ-Charakteristik. Und warum das jetzt eine besondere Herausforderung ist, möchte ich da nochmal
näher erläutern. Ja, und das vierte ist der Versuch einer kleinen Agenda. Wie kann es weitergehen? Wie kann sich die Arbeit, wie kann man die gestalten gemeinsam? Gut. Ja, schauen wir erst einmal auf die prägenden Erfahrungen, die das Verhältnis zwischen Dorf und Museum geprägt haben. Als erstes in den Interviews ist mir ganz stark der Verlust des Herrenhauses als Allmende für die Dorfbevölkerung aufgefallen. Herrenhaus ist hier zu verstehen als Kombination aus Herrenhaus und diesem wunderschönen Park hier, den Sie da draußen sehen. Warum dieser Verlust so schwerwiegend ist, ist aus meiner Sicht nur zu verstehen, wenn man die Geschichte des Herrenhauses als Kulturhaus auch kennt. Hier war eine Schule untergebracht, hier gab es anscheinend schon immer eine Gaststätte, hier war der Kinderhort, hier hat man sich zum Tanz getroffen. Ich habe rausgehört, dass das Herrenhaus oder dieses Kulturhaus der soziale Umschlagplatz war. Genauso wie der Park hier draußen, da haben sich, so haben mir die Leute erzählt, die Jugendlichen getroffen, es gab sogar eine Bühne, also da war richtig was los. Und natürlich erwächst daraus dieses Problem, das die meisten von Ihnen hier wahrscheinlich kennen werden, dass der Streitpunkt Park immer wieder jedes Jahr hochpoppt zum Dorf- und Museumsfest. Ja, und warum das so ein Streitpunkt ist oder warum das so empfindlich ist, zeigen meiner Meinung nach diese beiden schönen Zitate, die ich aufgeschrieben habe. Zum einen, den Menschen wurde ihr Dorfmittelpunkt genommen. Das heißt, hier wo wir stehen, war jetzt vor einiger Zeit noch der Dorfmittelpunkt ganz alt dran. Und zum anderen knüpft daran an, das ganze Dorf traf sich früher am Kulturhaus. Heute wird der Park um 17 Uhr geschlossen. Ja, es ist eine weitere empfindliche Stelle für die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ein zweiter Punkt wäre die Veränderung der dörflichen Struktur. Sie sehen es schon, ich habe hier bildlich den Dorfanger eingefangen, beziehungsweise die Sammelpflasterstraße. Und ja, was so ist, man ist sehr betreten darüber, dass der In-situ-Charakter des Museums Auswirkungen auf die baulichen Strukturen innerhalb des Dorfes hat. Ja, und dass dieser Dorfanger hier in dieser Form neu gestaltet wurde, das macht manchen hier Zahnschmerzen, eben weil es in den Augen der Menschen, mit denen ich sprach, eine jetzt dysfunktionale neue Wegestruktur ist. Thema Einbahnstraße, das hier ist jetzt eine Einbahnstraße und wenn man dann am vermeintlich falschen Ende dieser Straße wohnt, muss man einmal ganz herumfahren, wenn man zu seinem Haus kommen will. Zum anderen ist das Sammelpflaster nicht sonderlich gut passierbar für Rollstuhlfahrer oder es macht auch Lärm, wenn Autos darüber fahren. Das heißt, manche Menschen, die fühlen sich auch des Nachts gestört, weil es einfach sehr laut ist und lauter als zuvor. Und dann kommt noch dieser finanzielle Aspekt hinzu, weil, wie Sie lesen können, beim Pflastern der Straße wurden wir Dorfbewohner zur Kasse gebeten. Das ist ein sehr unangenehmer Aspekt für die Menschen, die am Anger direkt wohnen. Und auch für die anderen Menschen ist der Dorfanger durchaus ein Thema, eben weil der Dorfanger für sie ein künstlich geschaffener Dorfmittelpunkt ist. Es gibt das Kulturhaus und den Park in dieser Form nicht mehr. Jetzt den Dorfanger, der wird aber als Mittelpunkt gar nicht so wahrgenommen oder eben als übergestülpter Mittelpunkt, wenn überhaupt wahrgenommen. Ein weiterer prägender Aspekt für die Dorf- und Museumsbeziehungen ist, dass viele Altranfter als ABM-Kräfte im Museum gearbeitet haben. Oftmals über viele Jahre lang in wechselnden Positionen, manchmal mit Pausen. Heute arbeitet hier meines Wissens nach kein Altranfter mehr im Museum. Und das Problem ist, was daraus entsteht, sind die losen Kommunikationsenden. Da hat sich eine Tür geschlossen zwischen Dorf- und Museumsbetrieb. Das heißt, dadurch, dass niemand mehr hier arbeitet von den Altranftern,
kann das Museum schlecht die Fühler ausstrecken in das Dorf, also es bekommt wenig Informationen und die andere Seite ist aber gleich. Die Dorfbewohner bekommen sehr wenig von dem mit, was im Museum eigentlich geschieht. Also diese klassischen Interna können so nicht mehr weitergetragen werden. Das heißt, es sind lose Enden, die nicht zielführend gebündelt werden können oder die nicht genutzt werden können im Moment. Ja, und dann hört man Dinge wie, entweder hat das Museum das Dorf stehen lassen oder das Dorf das Museum, hat man zu mir gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, so eine gewisse Fraglosigkeit. Dann kann man sich die Verhaltensmuster, die aus diesen Erfahrungen resultieren, einmal anschauen. Zum einen ist das meiner Meinung nach ein gestörtes Vertrauensverhältnis und das Problem ist, dass wenn kein Vertrauen da ist und man aber miteinander sprechen möchte, ernsthaft und zielführend und wenn man kommunizieren möchte, dann ist das eine ganz, ganz schlechte Basis. Weil ich nie weiß, was mein Gegenüber jetzt wirklich so meint oder eben auch nicht. Es ist einfach keine Basis für ein Miteinander-Sprechen. Eben was ich daraus gehört habe, ist, dass das Museum für die Altrheinfeller kein vertrauenswürdiger Gesprächspartner ist. Und da muss man aber auch auf der anderen Seite fragen, die Informationen, die die Dorfbevölkerung im Moment hat über das Museum, aus welchen Quellen stammen die denn? Das heißt, man hat im Moment Informationen über das Museum, die gespeist werden aus Informationen, die man von, ich sag mal, früher hat. Menschen, die dort gearbeitet haben, kennen den Betrieb, aber eben zu einer bestimmten Zeit. Das entspricht nicht dem Jetztstand. Oder aber es sind Informationen, die generell der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Sei es Zeitungen, sei es das, was hier ausgelegt ist, das, was sich ein Kulturinteressierter auch beschaffen kann. Noch ein Zitat eingefügt. An Transparenz hat es in den letzten Jahren komplett gefehlt. Das heißt, es fehlt das Vertrauen, dass man sagt, okay, das Museum, die machen das schon. Ja, man möchte, so war mein Eindruck, recht genau wissen, was da vor sich geht, eben weil dieses Vertrauensverhältnis gestört ist. Der zweite Punkt betrifft wieder die Kommunikation, das wird sich jetzt hier durchziehen. Es werden mehr Barrikaden gebaut, statt ernsthafte oder ernstliche Gespräche geführt. Ich habe jetzt hier geschrieben, Wege der Kommunikation schließen Adressaten aus. Ich meine jetzt ganz konkret das Dorf- und Museumsfest, das jedes Jahr hier abgehalten wird im Park. Das Museum schließt an diesem Tag, so wie ich erfahren habe. Und es wurde mir gesagt oder an mich herangetragen, dass da ein heißer Draht zum Landrat etabliert wurde und man da alljährlich die Genehmigung einholt und er sie auch ausstellt. Was aber fehlt, ist hier ein runder Tisch. Das heißt, wenn ich einen Ansprechpartner aus diesem Kommunikationsensemble ausschließe, dann sind das festgetretene Pfade irgendwann, auf denen wir uns bewegen. Und das heißt, dass da auch ganz schlecht Neues entstehen kann, wenn ich nicht alle mit ins Boot hole und nicht mit allen Betreffenden spreche. Kostenfaktor Kultur. Ich habe ganz viel über finanzielle Dinge gehört während meiner Gespräche und da herrschte ganz großer Unmut über die persönlichen Erfahrungen, die die Menschen teilweise gemacht haben, was den Dorfanger anbelangte. Das aber leider führt zu einer Kritik am Museum im Allgemeinen. Ja, und jetzt habe ich sehr oft eingefangen, dass Kritik geübt wird am allgemeinen Kostenaufwand für das Museum und ja, solche Diskussionen werden eigentlich nur gespeist von einer Annahme, dass das Museum die vollständige Entscheidungsgewalt über Fördermittel oder Gelder hat und das hat es einfach nicht.
Das Museum entscheidet ja nicht, wir bekommen jetzt 500.000 dafür, bitte hält die Hand auf und bekommt's. Das ist ja einfach falsch. Und ja, es wäre wichtig, da so ein bisschen zu differenzieren, in meinen Augen. Okay. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Gut. Gehen wir weiter. So, ich habe jetzt hier ein paar Arbeitsdefinitionen ausgesucht. Museum, Freilichtmuseum. Also, der Internationale Museumsrat sagt, ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit, das sind die Fehler, entschuldigen Sie mich bitte, zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt. So, jetzt kann man das so ein bisschen auseinanderklamüsern. Das habe ich mal im Kopf gemacht, ich habe es hier fett geprintet. Ja, im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, was könnte das heißen? Jetzt im speziellen In-Situ-Falle Alt-Ranft könnte es heißen, dass man auch tatsächlich die Dorfbevölkerung ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt. Weil, was hier fehlt ist, und darüber streitet sich die Literatur tatsächlich, sehr interessant, was heißt denn die Gesellschaft? Das ist recht frei interpretierbar und das wäre ein Ansatzpunkt eben für das neue Konzept. Und der zweite Punkt ist, beschaffen, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen. Es wurde sehr oft angesprochen, dass es hier Hallen gibt, in denen verschiedene landwirtschaftliche Maschinen stehen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, erstmal dieser Teil beschaffen, bewahren, erforschen, der steht vor dem Bekanntmachen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das heißt, wir haben es hier mit einem Magazin zu tun, das aber von der Dorfbevölkerung als strittig wahrgenommen wird. So wurde es an mich herangetragen. Man sieht es nicht gerne, dass diese Maschinen einfach dort hinter verschlossenen Türen stehen, weil man das Gefühl hat, dass damit nichts passiert. So, zum Teil Freilichtmuseum. Ein Freilichtmuseum bietet verschiedene Zugänge zu Lebensweisen, Traditionen, Wohnkultur und der Geschichte einer bestimmten Region oder eines Landes. Es informiert und präsentiert dreidimensional und im originalen Maßstab. Die meisten Freilichtmuseen bestehen aus translozierten Gebäuden und Strukturen, aber manche besitzen auch Gebäude und Strukturen, die am Originalstandort erhalten sind. Was ich sehr schön finde, ist, man sieht hier sehr genau, dass Alt-Ranft eigentlich mit diesem kleinen Wort manche schon einen Sonderstatus bekommt, weil es gibt davon nicht sonderlich viele. Es gibt nicht wahnsinnig viele In-Situ-Freilichtmuseen und deswegen muss man sich auch überlegen, was man mit so einer Struktur macht oder wie man damit umgehen kann. So. Das Leitbild ist erstmal nicht so interessant. Das hier sind noch ein paar Definitionen. Ich würde jetzt gerade zum Museumskonzept selber springen. Das folgt aus dem Leitbild und nimmt die Einordnung in das unmittelbare kulturelle und gesellschaftliche Umfeld des Museums vor. Das mal bitte im Hinterkopf behalten, da werde ich dann später noch drauf zurückkommen. Und noch ein kleiner Punkt zum Thema Wirtschaftlichkeit. Es wurde sehr oft an mich herangetragen, dass das Museum doch besser wirtschaften solle, und dass man da auch ein bisschen gewinnorientierter arbeiten sollte. Und hier steht es sehr deutlich, also Institutionen, die in erster Linie auf Gewinn ausgerichtet sind, widersprechen dem Museumsbegriff. Also wäre erstmal nichts hinzuzufügen, wenn man sagt, manche Menschen wünschen sich, dass das Museum besser wirtschaftet, aber man muss eben aufpassen, inwieweit das dann solche Definitionen einfach tangiert. Das einfach mal als Anregung. Ja,
Dann geht es schon weiter mit dem dritten Punkt. Das In-Situ-Museum als Herausforderung. Ich auch die schöne Kirche fotografiert. Und dazu passend der erste Punkt. Lass das Museum doch mal im Dorf. Und es geht um die Akzeptanz des Museums im Dorf selbst. Dadurch, dass der größte Teil des Museums innerhalb von Altranft selbst liegt, bis auf die Bockwindmühle, ist es ja so, dass der Museumsbetrieb in einer gewissen Form abhängig ist von der Akzeptanz der Dorfbevölkerung. Das heißt, wenn der Museumsbetrieb nicht akzeptiert wird von der Dorfbevölkerung, wird die Arbeit mit den Besuchern vielleicht gestört werden, dadurch, dass die Besucher eben ihren Weg durch das Dorf machen. Und da spielt es auch eine große Rolle, wie die Menschen in Altranft dann zum oder generell in situ Museen zum oder in situ Dörfern, nenne ich das jetzt mal, generell zum Museum stehen, eben weil der Besucherkontakt relativ engmaschig ist oder eng. Der zweite Punkt wäre die Identifikation der Dorfbevölkerung mit dem Museum. Ich habe es jetzt mit dem schönen Slogan überschrieben, wir sind das Dorf, wir sind das Museum. Es ist natürlich sehr schwierig, wenn das Museum als Fremdkörper wahrgenommen wird im eigenen Dorf, der vorhandene Strukturen zerstört, aber dann nicht wieder ersetzt. Beispiel mal wieder der Park. Ja, da habe ich sehr oft gehört, der Park wurde uns genommen, der Zusammenhalt ist schlechter geworden, seitdem es diesen Park nicht mehr gibt. Das stört dann eine mögliche Identifikation der Bewohner hier mit dem Museum. Und das führt dann zu solchen Dingen wie Parallelbesetzungen, habe ich das jetzt mal genannt. Das heißt, nehmen wir nochmal den Park, dass der Park dann für die Denkmalbehörde oder vielleicht auch für einige Museumsmitarbeiter etwas Schützenswertes, zu Konservierendes darstellt und aber für die Dorfbevölkerung auf der anderen Seite stellt er immer noch einen sozialen Mittelpunkt dar. Immer noch. Und das sind Konflikte und Reibungspunkte, die natürlich nicht förderlich sind für so eine Verbindung. Obwohl sich diese beiden Besetzungen gar nicht ausschließen müssen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Eigentlich könnte es auch so funktionieren, tut es in diesem Falle aber nicht, weil es ein Streitthema ist. Ja, jetzt mögliche Lösungsansätze. Wie kann man eben erreichen, dass das Dorf mehr in das Museum integriert wird und andersherum, dass man ein zielführendes Beziehungsgeflecht etablieren kann. Da wäre eine Möglichkeit, durch das Nadelöhr in die Region zu gehen. Das heißt, man könnte fragen, warum ist Altranft eigentlich als Standort für ein Freilichtmuseum geplant als brandenburgisches Freilichtmuseum ausgewählt worden? Das heißt ja eigentlich auch, dass Altranft beispielhaft für die Region sein müsste. Und da würde sich dann ein mikrogeschichtlicher Ansatz eignen. Das heißt, dass man, auch wenn man für die Region steht, erstmal im Kleinen, und das wäre dann Altranft, schaut, was ist da los gewesen, und sich dann beispielhaft in die Region wieder entfaltet, öffnet und informiert, anstößt. Und die Mikrogeschichte, ich habe das mal kurz aufgeschrieben, die wirft Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf. Das heißt, ich könnte fragen, wie war denn das Leben in Altranft im 18. Jahrhundert? Und könnte dann aber Beiträge von allgemeiner Bedeutung liefern. Das heißt, ich könnte es als Beispiel für das östliche Brandenburg nehmen. Und dazu ist es natürlich wichtig, Beziehungen auf Augenhöhe zu etablieren, zwischen Dorf und Museum. Und da müsste man auch die Standards, die ich gerade vorgestellt habe, ein bisschen weiterdenken. Was heißt denn Gesellschaft? Nur für die Gesellschaft oder vielleicht auch von der Gesellschaft?
auch für Altranft, vielleicht dann auch von Altranft. Dann wäre es wichtig, dass das Museum sagt, ich bin hier als In-Situ-Institution und möchte auch eine Verantwortung wahrnehmen. Ja, es könnte zum Beispiel gemeinsame Projekte geben mit der Dorfbevölkerung, was die Dorfentwicklung anbelangt. Und worauf ich auch noch kurz hinweisen wollte, ist, dass die In-Situ-Konservierungen in der Forschung auch oftmals als problembehaftet dargestellt werden. Das heißt, da wurden auch schon Ansätze entwickelt, wie man einem möglichen Interessengemenge vorbeugen kann und wie man solche Streitigkeiten frühzeitig erkennen kann und die auch frühzeitig aus dem Weg räumen kann. Und der Tenor des Ganzen ist, was ich rausgelesen habe aus der Forschungsliteratur, ist, dass eine ganz sensible Beobachtung des vorhandenen Interessengefüges vonnöten ist. So, das ist mal hierzu. Noch Fragen dazu oder soll ich weitermachen? Der letzte Punkt ist der Versuch einer kleinen Agenda. Wie könnte sich die Beziehung zwischen Museum und Dorf nun gestalten? Zunächst einmal muss man Voraussetzungen schaffen und miteinander sprechen. Und das heißt auch auf einer vertrauensvollen Ebene, wie gerade schon gesagt, miteinander sprechen. Das Museumskonzept könnte beinhalten, dass eine Arbeit auf Augenhöhe zwischen Dorfbewohner und Museum, wenn es sich nicht sogar überschneidet, ausgerichtet sein könnte. Ganz wichtig sind auch Gespräche am runden Tisch. Das heißt, dass das Museum Anwohner einladen sollte, Vereine, Gewerke oder Künstler fragen könnte, wer welches Wissen hat, zur Verfügung stellen möchte, wer welche Ideen hat. Natürlich die Möglichkeiten der Partizipation der Dorfbevölkerung dann zu eruieren. Wer möchte wo mitmachen? Und das Netzwerk des Museums könnte auch mithilfe der Anwohner ausgebaut werden. Und das könnte dann wiederum die Identifikation der Anwohner mit dem Museum stärken. Wie könnte eine praktische Zusammenarbeit aussehen? Man könnte Patenschaften vergeben. Ich glaube, die Ideen, die standen schon öfter im Raum. Ja, das heißt, man könnte beispielsweise Patenschaften für den Park vergeben. Man könnte Patenschaften für ein Fischerhaus vergeben. Die Feuerwehr könnte sich um das Spritzenhaus kümmern. Und ich habe ja vorhin von Parallelbesetzungen gesprochen. Die könnten gerade dadurch aufgehoben werden, dass man sich mit dem Stückchen, was man betreut, identifiziert und somit auch mit dem Museum und dass da so eine ganz lebendige Zusammenarbeit etabliert werden kann. Und so kann das Museum auch als Plattform für das Dorfleben wieder fungieren. Auch wenn das Herrenhaus musealisiert ist und als Kulturhaus entfunktionalisiert wurde, könnte es auf eine andere Art und Weise zwar, aber es könnte refunktionalisiert werden. Das heißt, es könnte wieder zu etwas gut sein im sozialen Dorfgefüge. Dann könnte Altranft als Ort in den Fokus des Museums gerückt werden, was ich gerade schon angesprochen hatte. Man könnte zusammen mit den Dorfbewohnern ein Konzept entwickeln oder die Dorfbewohner zusammen mit dem Museum, wie man das jetzt halt auch sehen mag, für eine Ausstellung, die Altranft zeigt. Und zu guter Letzt könnten Handwerker oder Künstler auch hier im Museum eine Plattform bekommen, wo sie ihre Arbeit durchführen oder wo sie ihre Arbeit vorstellen können. Stichwort Museumspädagogik oder Ausstellung. Das heißt, es wäre eine Plattform, die ein bisschen vielleicht interaktiver ist, als es jetzt im Moment ist
Und gerade solche Häkelnachmittage, den habe ich besucht im Dorfgemeindehaus. Das ist auch eine Handarbeit, die ist ein bisschen älter. Sowas könnte auch innerhalb der Museumsgebäude theoretisch stattfinden. Als letzten Punkt habe ich noch die Pflege der Arbeitsbeziehungen, die meines Erachtens nach genauso wichtig ist wie der Aufbau selbiger. Das heißt, regelmäßige und engmaschige Besprechungen sind wichtig, dass Ziele koordiniert werden, dass man sich an einen Tisch sitzt und Ideen bespricht und Ideen auch hört und auswertet. Ein Ehrenamt, wenn es sowas gibt, das kann dann gepflegt werden, gerade falls Menschen sich um das Fischerhaus kümmern oder den Rasen irgendwo mähen, dass man denen eine Plattform gibt, zum Beispiel einmal im Monat nachmittags einen Kaffee trinken, wo sich die ganzen Ehrenämter austauschen können. Ja, und dann geht es wieder um eine Besprechung, nämlich Arbeitsbeziehungen und Netzwerkaktivitäten sollten engmaschig bilanziert werden und Ziele sollten dann weiterhin besprochen werden, dass das ja ein Prozess ist, der stetig weiterentwickelt werden kann und zu dem jeder, der möchte, etwas beitragen kann. Mit positivem Erfolg. So, ja, das war es jetzt mal von meiner Seite soweit. Noch Fragen, Anmerkungen, Ausführungen? Ich glaube, das Beste ist, du nimmst ja auch einen Stuhl. Ja, gerne. Du kannst es ja da stehen lassen. Ich muss es da stehen. Ja, bitte, Herr. Vielleicht was sagen. Ich würde mal, es gibt also keine Veranlassung, bei diesem Vortrag und nach dem Vortrag irgendwelche Bösartigkeiten loslassen zu wollen, weil er hat definitiv wiedergegeben, wie die Stimmung ist und hat eben auch anschaulich und da fand ich eben den letzten Ansatz, 4 Versuche einer Agenda, genau das, worüber im Prinzip ja auch viel gesprochen wurde und immer wieder und das, was ja immer wieder angesprochen, dass eben gerade die Frage des Ehrenamtes in diesem Museum viel zu kurz kam. Ich darf vielleicht mal als Beispiel sagen, wir haben Sonntag noch in Hamburg, in Volksdorf, im Dorfmuseum Volksdorf. Dort fand also Bauernmarkt statt und dort wird das über Jahrzehnte betrieben mit 240 ehrenamtlichen Mitgliedern in diesem Verein, 130 sind aktiv tätig. Und genau dort wird das umgesetzt. Also zum Beispiel diese Sachen, Handarbeit, die geschehen dort in den Museumshäusern. Solche Dinge und nicht irgendwo außerhalb, weil die eben ansonsten verschlossen sind. Ja. Also war eine riesen Erfahrung, dieses Volksdorf, weil das von der Größe her in etwa auch dem Altrampft entspricht, während ja Kiekeberg ja Dimensionen hat, die ja damit nicht vergleichbar sind. Aber das war einfach eine ganz interessante Sache. Nicht? Und wenn man da sieht, dass auch die Versorgung dort, ich habe mich also mit vielen Leuten unterhalten, von Ehrenamtlern gemacht wird, dort steht also kein Versorger mit seinem Bierwagen und seinem Grillwagen, sondern das wird definitiv, also natürlich das, was wir einnehmen, müssen wir ja auch zur Erhaltung unseres Dorfmuseums verwenden. Ja, und das sind ja die Dinge, die ich ja immer selbst kritisiert habe. Und da funktioniert natürlich über Jahrzehnte, das kann man natürlich nicht innerhalb von wenigen Monaten machen, sondern das ist dort über Jahrzehnte gewachsen. Aber dort ist das so. Man hat also auch die Scheunen, die dort stehen, die werden als Vergnügungsscheunen mitgenutzt. Dort fand in der großen Scheune, fand also der Markt derer statt, die nicht im Freien stehen können, also mit Textilien, Selbsthandarbeit und Keramik und weiß der Himmel was alles. Da saßen die Menschen dann auch in einem von den Vereinsmitgliedern geführten Café in dieser Scheune. Und in anderen Scheunen, da stand dann eben die Erntetechnik war zu besichtigen. Also genau das, was hier auch angesprochen wurde, funktioniert dort, aber eben seit Jahrzehnten. Nicht erst, man kann also ja sowas nicht natürlich von heute auf morgen von 0 auf 100 fahren. Ja? Aber genau das trifft zu, deswegen finde ich also diesen letzten
Punkt eigentlich am interessantesten mit, dieser Versuch einer Agenda, weil das eben woanders funktioniert. Und nur so kann es auch aus meiner Sicht gehen. Also wir waren begeistert. Ja. Von Kike war ich beeindruckt, von Volksdorf war ich begeistert. Ja, das ist also für mich dann schon eine enorme Steigerung. Ja. Also der Vortrag war sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Mich würde mal interessieren, dazu hast du noch nichts gesagt, wie du so, was du für einen Start hattest hier im Dorf und wie du zu deinen Gesprächspartnern gekommen bist. Ja? Wie findet sich sowas? Ich bin selbst Volkskundler, habe auch Feldforschung gemacht und ich finde, es ist das eine, was erzählen mir die Leute, warum erzählen sie es mir, fast ebenso spannend oder vielleicht in mancher Hinsicht noch spannender ist das, was nicht erzählt wird. Das kriegt man natürlich so auch dann nicht raus, ja. Wer erzählt mir was und wer erzählt mir nichts und warum erzählt der mir nichts erzählt, nichts? Also ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, genau eine Person, die nicht unbedingt mit mir sprechen wollte. Ich bin hier auf Menschen getroffen, die so offen sind. Ich habe so viele Kaffees wie noch nie in meinem Leben getrunken. Das muss ich mal wirklich sagen. Ganz herzliche Menschen. Und ich hatte die ersten beiden Termine, habe ich direkt am ersten Tag gehabt. Den ersten Termin, den hat der Dr. Anders mir ausgemacht. Und dann habe ich ein paar Listen bekommen, zwei Stück, und die Leute, die habe ich angerufen. Die meisten, die wussten dann auch schon, dass ich komme. Ja, da war vorher ein Artikel in der Zeitung. Ich hatte auch den Eindruck, man hat schon mal drüber geredet, dass da vielleicht bald eine anmarschieren könnte. Und ja, diese eher sensibleren Informationen, so ein Gespräch darf keine 10 Minuten dauern, finde ich. Also Zeit, und wenn man dann 1,5 Stunden im Gespräch ist, erfährt man auch recht viel übereinander, weil ich habe ja dann auch ein bisschen was über mich erzählt und was ich auch so meine. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das einfach plakativ tue, weil ich irgendwelche Infos will. Ich bin ja jetzt keine Informationsjägerin. Aber man muss auch schon im Einzelgespräch, hatte ich den Eindruck, ganz ernsthaft natürlich bei der Sache sein und ganz ehrlich und Vertrauen aufbauen. Ja. Also vielleicht kann ich noch ganz kurz gleich, ich wollte nur noch was Methodisches dazu sagen. Man muss natürlich auf jeden Fall unterscheiden zwischen Informationen, die irgendwie gegeben werden über andere Personen, und man muss anderen Informationen, die das Bild erhellen. Und was sie gemacht hat, die prägenden Erfahrungen, der Wandel des Charakters des Herrenhauses und des Parkes, die zum Teil relativ große Schnittmengen in den 90er Jahren durch eigene Mitarbeit und die Veränderung der dörflichen Struktur, das sind einfach, sagen wir mal, Dinge, die sind nicht abhängig von den Informationen von einzelnen Aussagen, sondern da könnte man sich auch auf andere Weise antasten, wie über Recherchematerial und so weiter. Und diesen Punkt könnte man eventuell sogar noch genauer diskutieren, gerade den der Veränderung der dörflichen Struktur. Denn wenn wir in die Konzeption des Freilichtmuseums schauen, in die ausführliche aus den 90er Jahren, da steht drin, das Besondere ist, dass es ein Museum in einem lebendigen Dorf ist. Und die besondere Schwierigkeit ist aber gerade, dass die Lebendigkeit des Dorfes ja gerade prekär geworden ist in den letzten 20 Jahren. Es ist also, wir haben nicht ein Museum in irgendeinem Dorf in irgendeiner Zeit, sondern in einer Zeit, in der dörfliches Leben selber enorm unter Druck gerät und eigentlich es sehr, sehr schwierig ist, noch zu sagen, welches Dorf ist denn eigentlich noch lebendig in dieser Zeit. Und insofern wird das Museum natürlich auch in so einer sehr, sehr starken Transformationsphase eines Dorfes hin zu, ja was eigentlich, teilweise einer Wohnsiedlung vielleicht, quasi einen besonderen Fokus kriegen. Aber das sind trotzdem quasi, das sind prägende Strukturveränderungen in den letzten Jahrzehnten, die bilden ja quasi die Grundlage, so hat sie das ja dargelegt, nachher für bestimmte Perspektiven und Verhaltensmuster. Und mit denen, das ist vollkommen methodisch richtig, darf man sich auch nicht gemein machen. Das hat sie aber auch nicht gemacht. Also zum Beispiel
die Bedenken, ob denn diese Kulturmittel überhaupt und also sozusagen was es da sozusagen für Sichtweisen darauf gibt, die hat sie gar nicht in ihrer Untersuchung sozusagen selber inhaltlich in irgendeiner Weise übernommen oder qualifiziert. Ja. Also das muss man auf jeden Fall deutlich auseinanderhalten und dann ist es methodisch auch sauber, denke ich. Aber Sie wollten was sagen. Ja, ich will mal daran anknüpfen. Also wenn ich den ersten Teil hier Ihres Beitrages richtig verstanden habe, wo es um die Beziehungen zwischen Dorf und Museum ging, positiv das Verbindende oder negativ das Trennende, dann lief das ja darauf hinaus, dass, ich vereinfache jetzt mal, dass die Welt vor der Gründung des Museums noch in Ordnung war, weil das Haus, damals noch nicht Museum, zum Dorf gehörte. Das hat sich geändert mit der Gründung des Museums. Da wurden diese Beziehungen gestört und da gibt es jetzt hier das Museum und da das Dorf. Nun könnte man vereinfachend ja vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, schuld daran ist dann der Zaun. Ich vermute mal, als das Museum noch nicht existierte, war hier jederzeit 24 Stunden am Tag oder vielleicht auch bloß 18 ein freier Zugang möglich. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Die Schotten werden um 18 Uhr, 17 oder 18 Uhr dicht gemacht. Und dann ist das Museum, es ist zwar da, aber es gehört nicht mehr zum Dorf. Da könnte man ja sagen, und dafür gibt es ja hier in unmittelbarer Nähe auch Beispiele, wo das funktioniert. Dann lässt man vielleicht nicht den Zaun weg, aber man schließt die Tore vielleicht erst um 22 Uhr und dann hat jeder, auch wenn das Museum geschlossen ist, zumindest Zugang zum Park. Und dann wäre ja für die, die jetzt diesen Zustand, den gegenwärtigen Zustand kritisieren, ja die Welt schon wieder fast in Ordnung. Neben den inhaltlichen Beziehungen, die natürlich auch weiterhin eine Rolle spielen und da wäre viel Gemeinsames möglich. Ich habe die Zeit vor der Gründung des Museums nicht erfahren, weil ich erst seit 97 Altranfter bin. Aber störend ist da schon, auch aus meiner Sicht, dass hier ein Park besteht, der eben nur während der Geschäftszeiten zugänglich ist. Wäre sicherlich auch günstiger für den Fortbestand des Cafés hier, wenn man eben ständig Zugang hätte, mal von den Öffnungszeiten abgesehen. Das wäre aus meiner Sicht vielleicht eine praktische Schlussfolgerung. Und dann hätte man dieses In-Situ-Problem für dieses Haus hier im Prinzip ja schon fast gelöst. Deswegen, also das ist jetzt meine sehr persönliche Sicht, deswegen habe ich von scheinbarer Parallelbesetzung gesprochen. Das war genau das Bild, was ich erzeugen wollte, was Sie jetzt gerade ausgesprochen haben. Inwieweit das durchführbar ist, das kann ich nicht beurteilen. Es ist ein Gedankengang, der sehr viel Sinn macht. Da sage ich mal ganz einfach, schauen Sie nach Neuhardenberg oder auch ein Stück weiter. Na, wie heißt das? Vulko? Nee, Schloss, ja. Ja, Schloss Vulko. Wenn man da um das Haus herum geht, ist man auch in dem Park und sieht das Haus von vorne und auch von hinten. Wäre aus meiner Sicht kein schlüssiges Gegenargument. Also, dass dem hier nicht so sein sollte. Genau, also ich will das nochmal erläutern, warum wir jetzt eben so eine verzögerte Antwort geben. Du hast das sehr genau beschrieben in deiner Auswertung, dass eigentlich Konflikte sich immer am Park entzünden und eigentlich nicht am Haus. Ja, also das ist sehr interessant. Das ist eine interessante Unterscheidung, dass das beim Haus eigentlich akzeptiert ist. Das ist jetzt quasi ein Museum und das ist eigentlich auch im öffentlichen Bewusstsein. Beim Park entzündet sich das. Und auch einige andere durchaus praktische Folgerungen aus der Sache, wie eben auch das, was Sie vorschlagen, das wird auf jeden Fall uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Das müssen wir aber eben, was wir nämlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht haben, ist mit den Verantwortlichen darüber zu sprechen, was denn zum Beispiel dagegen spricht.
Oder wie denn ein Parkmanagement, wenn man sagt, es hat den öffentlichen Charakter, wie das verträglich ist mit bestimmten anderen Erfahrungen, die man gemacht hat. Also gab es Vandalismus und, und. Also es sind alles Sachen, ja. Aber ich finde den Hinweis auf jeden Fall interessant. Ich denke auch, man muss darüber reden. Also das ist eine ganz praktische Frage, die wahrscheinlich auch praktisch lösbar sein sollte. Nur es wäre jetzt von uns aus unqualifiziert, wenn wir einfach sagen würden, hier, lass den Park offen, weil wir uns quasi noch mit dieser praktischen, auch mit den Auswirkungen noch gar nicht genug beschäftigt haben. Okay. Ja. Aber wie ist denn das? Vielleicht können ja mal die Mitarbeiter des Museums was sagen. Sie schließen ja nicht aus Gnatz um 17 Uhr ab, sondern das, Sie haben ja dafür bestimmte Gründe. Die haben was zu tun, ja womit? Mit einer Haftung? Oder was sind die eigentlichen Gründe? Also aus meiner Sicht, muss ich jetzt sagen, bin ich sogar etwas ein bisschen überrascht, weil das Problem Park für mich so in dieser Breite noch nie so in meinem Bewusstsein jedenfalls war. Ich muss dazu sagen, ich wohne natürlich auch nicht in Altrampf, kenne zwar aber viele Altrampfer, habe auch relativ guten Kontakt zu einem gewissen Teil der Bevölkerung, aber dass das jetzt hier wirklich das Problem, das vordergründige Problem sein sollte, ist mir, also mir persönlich ganz neu, muss ich gestehen. Natürlich haben wir Sicherungsmaßnahmen, das ist ja ein denkmalgeschützter Park und man muss vielleicht über irgendwelche Optionen, wenn das jetzt hier im Raum steht, dann drüber nachdenken. Aber für mich gab es nur immer dieses Problem, was ja auch angeschnitten wurde, dieses Dorf- und Museumsfest. Und da basierte natürlich dann auch das Problem Park mit hinein. Ne? Aber dass es generell jetzt ein Problem ist hier in der Altrampfer Bevölkerung, war mir bis heute noch nicht so bewusst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich haben wir unsere Regeln und zu den Öffnungszeiten ist es zugänglich und wenn wir natürlich unsere Schließzeiten haben, wird natürlich dann auch der Park mit abgeschlossen. Das ist ganz logisch. Bisher. Aber vielleicht kann auch Herr Natuschke dazu noch mal was sagen. Ich kenne es auch gar nicht anders. Ne? Es war aber, wenn ich das mal sagen darf, es war aber mal anders. Und da wurde der Park bei Dunkelheit abgeschlossen, was ja auch richtig ist, damit man nicht erst, trübe Gestalten hier entdeckt. Aber das ist geändert worden, als Herr Böhm in Ruhestand ging. Und dann war das Problem, dass jemand den Park schließt abends. Und da kommen wir ja wieder auf diese Sachen mit den Freiwilligen, mit den Ehrenamtlichen, dass durchaus ja vielleicht jemand gefunden wird, der das übernimmt, abends den Park abzuschließen. Würde ich mal denken, das wäre ja eine Möglichkeit. Denn das war mein letzter Erkenntnisstand, dass es deswegen gemacht wird, dass ja extra dann jemand kommen müsste und den Park verschließen. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber damals war es so. Also der Befund ist ja sozusagen jetzt auch kein statistischer Befund, ne, sondern es ist ein diskursiver Befund. Und man kann eben, man muss eins sagen, wenn etwas prekär wird in unserer gegenwärtigen Zivilgesellschaft, in Dörfern wie in Städten, dann ist es die Qualität öffentlicher Räume. Also in den Städten sozusagen werden immer mehr öffentliche Räume privatisiert, manchmal auch ohne, dass die Menschen das direkt merken, weil wir eben Shopping-Malls haben, die wirken wie öffentlich, gehören aber einem Eigentümer und müssen nach dessen Spielregeln funktionieren. Und im ländlichen Bereich ist es auch so, wir haben immer weniger Wegebeziehungen, wir haben eben immer weniger Räume, die wir einfach nach bestimmten Rechten oder Gewohnheitsrechten miteinander so teilen können. Und das ist etwas, was häufig gar nicht bemerkt wird. In den meisten Dörfern findet das unbemerkt statt. Wege, die einfach zuwachsen, verschwinden, Zaun davor gezogen wird. Öffentliche Bereiche, die früher, sozusagen, wo früher die Menschen sich getroffen haben, sich unterhalten haben und die einfach nicht mehr da sind. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass jetzt, wenn man annimmt, der
man lässt den Schlosspark wieder länger offen, dass die Altranversehen sich auch tatsächlich wieder in dieser Weise aneignen würden. Das kann man überhaupt nicht wissen. Aber dass es da eine Sensorik gibt dafür, das ist erstmal relativ naheliegend. Und ich denke, es wäre auch nicht damit getan, einfach aufzumachen. Also man muss dann schon überlegen, welche Form von öffentlicher Nutzung man hier eigentlich etablieren möchte. Und das betrifft eben überhaupt quasi den Status des Museumsgeländes. Wie gesagt, wir haben ein In-Situ-Museum. Es ist eigentlich eine interessante Chance. Und gleichzeitig aber ist es in einem Dorf, das sich selber so, so stark verändert, wie Altranft das in den letzten Jahren getan hat, nicht trivial, eine Lösung zu finden dafür, wie kann man eigentlich dörfliches Leben durch das Museum selber auch wieder befördern. Herr Neumann hat es erzählt, wir waren unterwegs am Wochenende, zusammen waren wir in Kiekeberg und da hat sich das eben gerade gezeigt, was die Arbeit mit den Ehrenamtlichen betrifft, dass die sehr, sehr intensiv ist. Es ist eigentlich fast schwindelerregend, welchen hohen Anteil auch an Leistungen die Ehrenamtlichen erbringen. Und wenn man sieht, wie schwer das ist für viele Institutionen heutzutage, dass man sagt, auf der einen Seite sind die machen das beruflich, die werden dafür bezahlt und gleichzeitig gibt es andere, die machen das ehrenamtlich, dieses Verhältnis sozusagen als intaktes Verhältnis zu entwickeln, das ist nicht einfach. Ja. Muss man also sich eine Menge einfallen lassen. Aber die haben das offenbar zumindest im Moment in gewisser Weise gelöst. Und es muss offenbar auch was damit zu tun haben, dass alle, die dort eine freiwillige Leistung erbringen, selber für sich einen sehr großen Vorteil haben. Also an Lebensqualität, an auch an Gemeinschaft, an Entwicklungsmöglichkeiten möglicherweise auch. Werden wahrscheinlich nicht nur Senioren sein, die da ehrenamtlich was machen. Also darüber muss man sehr, sehr genau, auch, denke ich, dann mit den jeweiligen Dorfbevölkerungen verhandeln. Und das habe ich vorhin, ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, das wollte ich nochmal einordnen. Es wird immer viel gesprochen über die überregionale Funktion dieser Einrichtungen. Und das ist auch richtig. Auch Altranft soll eine überregional ausstrahlende Einrichtung bleiben. Aber wenn diese lokale Ebene, die ist sozusagen die Basis, auf der das ganze Gebäude steht. Und deswegen ist die eben sehr wichtig. Vielleicht noch mal ergänzen, die Geschichte des Ehrenamts. Natürlich, hat sie auch ganz kurz gesagt, muss man natürlich auch wissen, ob das Kiekeberg ist oder ob das Volksdorf ist, ob das andere sind. Ich habe ja auch im Internet, man kann es ja im Internet nachlesen. Das sind natürlich Museen und Vereine, die das inzwischen über Jahrzehnte betreiben. Ja, da kann natürlich niemand erwarten, zu sagen, nein, sammelt mal eure drei Vereine hier im Dorf und jetzt legen wir richtig los. Ja, das sind natürlich gewachsene Strukturen. Hätte man, ich sag's mal wirklich ganz vorsichtig, vor 20 Jahren so einen Weg beschritten, dann wären die, die heute 70 sind, noch 50 gewesen. Also noch jung an Jahren. Oder ich mit knapp 65 wäre also 45 gewesen. Da sind natürlich die Energien noch andere. Dann wäre man also auch in dieses ganze Thema reingewachsen. Nicht? Und dafür sind ja Vereine da, egal welche, ob es ein Fußballverein, Kegelverein oder sonst irgendwas, um bei Geselligkeit Dinge zu leisten, die einem dann auch Spaß machen und für die man dann auch einsteht. Nicht? Und das hat mir wirklich, muss ich einfach sagen, auch diese Gespräche der Volksdorf, die haben es mir eben einfach bestätigt. Die betreiben das eben auch schon seit Jahrzehnten so und das muss sich natürlich entwickeln. Deswegen sage ich, man kann also nicht erwarten, dass man nun solche Situationen herbeizaubert innerhalb von ein paar Monaten oder innerhalb von 2 Jahren. Das sind natürlich dann Dinge, die über Jahrzehnte wachsen müssen, das ist völlig klar. Also ich will da also nicht wieder falsch verstanden werden, aber es bringt aber was und das beweisen eben alle. Ja, das hätte man eben einfach tun müssen und jetzt kann man einfach den Weg gehen. Gemeinsam natürlich alles mit diesen Dingen, die ja ausgesagt wurden, dass man jetzt also einfach beginnt, den Weg anzugehen und dann natürlich die Chance bekommt, ja, die vielen Jahrzehnte werden viele nicht mehr miterleben, aber zumindest die ersten Jahre dahin, dass man also systematisch dann auch beginnen kann, eben genau dieses Thema Museums, Ehrenamt mit denen, die es dann eben auch anders beteiligen, ja auch diese, um diese Spannung eben, die sind eben hauptamtlich, die verdienen Geld damit und wir machen es umsonst. Da gibt es ja keine Spannung, wenn das
vernünftig auch abgestimmt wird, weil natürlich jeder weiß, wenn ich was ehrenamtlich mache, mache ich es eben natürlich umsonst, nicht? Außer, dass ich Spaß dran habe oder so, bestimmte Interessen. Also deswegen ist das also wirklich eine ganz tolle Geschichte, nicht? Und aber wie gesagt, es muss über Jahrzehnte wachsen, dass du da so nicht hier, ja komm, so innerhalb der nächsten 2 Jahre steht hier ein Verein, der kann hier oder wer auch immer das Ding im Ehrenamt machen, nicht? Also werden sie welche finden, natürlich, aber noch nicht in dieser Dimension, nicht wie sie woanders dann eben da sind. Ja, zumal Sie brauchen für jeden, also für jeden Ehrenamtlichen auch einen Profi, der ihn steuert und ihm Anregungen gibt. Also das ist sozusagen nochmal wichtiger. Vielleicht nicht für jeden, ja, aber sozusagen, je mehr Ehrenamtliche habe, umso mehr Profis brauche ich auch, die ja quasi das, den betrieblichen Kern auf sich. Ja, natürlich. Das würde ich vielleicht jetzt gerne gleich nochmal anschließen. Je größer das Netzwerk wird und die Kooperationspartner, nicht nur dieses Museums, sondern auch aller unserer Einrichtungen unter dem Dach der Kultur GmbH, umso schwieriger ist es natürlich dann auch alles zu handeln und tatsächlich auch immer die Interessenslagen zu moderieren. Also im Prinzip bräuchten wir in jeder Einrichtung einen runden Tisch mit Einwohnerinnen und Einwohnern, mit Bürgerinnen und Bürgern. Und wir bräuchten natürlich auch, was die kulturpolitische Debatte im Landkreis angeht, auch eine tatsächlich geführte Debatte. Und wir bräuchten die Wirkung in den berlinnahen Raum, also da, wo Bürgermeister und Amtsdirektoren seit Jahren auf der Matte stehen und sagen, WW, lieber Landkreis, wieso gibst du überhaupt in deine Kultureinrichtung so viel Geld? Also ich finde schon auch, dass sich da in den letzten 20 Jahren viel verändert hat, aber die Denke darüber, dass wir das auch brauchen und dass das notwendig ist und dass das ein Teil unserer Lebenskultur ist, ist kulturpolitisch nie gelungen, finde ich, in einem Dialog miteinander ins Benehmen zu setzen. Also auch, ich erlebe das auch in der Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Akteuren, dass mir geradezu nachgerade auch nach dieser vielen langen Zeit und auch der Probleme, die wir erlebt haben mit uns als Firma, also mir quasi vorgeworfen wird, dass ich einen bezahlten Arbeitsplatz in der Kultur GmbH habe oder als Kulturhausleiterin in Seelow. Das könnte ich ja locker mal so mit der linken Hand machen. Und das fällt also wirklich schwierig, dass da also ich mich jetzt, oder es ist einfach, ich freue mich sehr, dass wir jetzt wirklich es schaffen, in einen Dialog zu kommen, wo wir mehr miteinander sprechen und reden. Und so geht es auch nur. Ich komme aus Neuentempel, das ist ein kleines Dorf bei Seelow, das hat knapp 100 Einwohner. Und bei uns ist dieser Verlust auch sehr gravierend in den letzten Jahren. Wir wohnen da seit 1997 und die ersten 2 Jahre hatten wir noch einen kleinen Laden, wo ich sondern früh zum Brötchen holen fast eine Stunde brauchte oder auch manchmal anderthalb. Also das ist wirklich eigentlich entsetzlich, was hier ringsum passiert. Und insofern, denke ich, bietet sich hier im Dorf wirklich eine Chance auch, gemeinsam was aufzustellen. Das wird uns in dem ganz Kleinen, wo ich bin, wird uns nicht gelingen. Weil das ist bei uns auch so, wenn Frühjahrsputz ist, sehen Sie immer dieselben Menschen. Am Sonntagabend beim Osterfeuer sind dann alle da. Das ist so. Das war schon immer so. Und die Aktiven, die finden sich immer überall zusammen. Also ich sehe es einfach wirklich als Ermutigung an, dass wir, lassen Sie uns gemeinsam arbeiten. Und ich finde es ganz toll, Frau Blonski, was Sie hier erfahren haben. Tolle Arbeit. Gut ab. Ja, eins möchte ich mal sagen, dass es betrifft auch das Museum, aber nur indirekt. Es wird hier leider immer das in situ insofern missverstanden, aus meiner Sicht, dass man sagt, hier ist ja ein Denkmal und ich muss jetzt hier ein Denkmal schützen. Aber wenn ich in situ eine Einrichtung habe, muss es ein Denkmal sein, in dem ich aktiv leben kann. Und da muss man mit den Denkmalschützern so weit klarkommen, dass sie das Leben auch zulassen in der Einrichtung. Wenn es so ist, hier war ja mal 40 Jahre zumindest ein Spielplatz drin im Park. Der ist dann aus TÜV-Gründen, musste der abgebaut werden, weil das allen denen nicht mehr entsprach. Aber es ist nichts Neues gekommen. Und nichts ist für ein lebendes Dorf so wichtig, wenn es noch richtig lebt, wie ein Kinderspielplatz. Der, den wir haben, der ist im Kindergarten, da kommt man also nicht ran. Wir müssten dann jetzt hier einen Weg finden, im Zusammenwirken von Museum,
Kultur GmbH und mit der Denkmalbehörde, dass wir hier so eine Einrichtung auch zulassen. Denn macht das auch Sinn wieder. Dann kommen die Leute ganz bestimmt hier rein mit ihren Kindern und die Großeltern. Ich sehe öfter, weil ich ja mit meinen Hunden viel unterwegs bin, dass die Leute schon hier an der Mauer entlang an schönen Sommerabenden pilgern, weil sie nicht rein können in den kühlen Schatten des Parks, was sie dann sehr vermissen und was auch eine Weile noch bleiben wird. Und da denke ich mir, ist eine große Möglichkeit, die gegenseitige Akzeptanz wieder weiter auszubauen. Aus meiner Sicht allerdings würde ich auch sagen, müsste der Tag, an dem das Dorffest hier stattfindet, immer auch für das Museum Anlass eines besonderen Tages sein und sich so darzustellen. Denn wie will ich in situ, also mit dem Ort, in Kontakt kommen, wenn ich ausgerechnet bei der Gelegenheit, wo die Leute, die vor Ort sind, ihren Höhepunkt haben, sagen, heute nicht. Und das, denke ich mir, wollen wir nicht weiter verfolgen, denn ein Museum sagt ja nichts. Das Museum an sich steht nur da. Aber es muss auf beiden Seiten Akteure geben, die da zusammenfinden und das gemeinsam gestalten. Tja, Herr Dr. Hennis, das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort, würde ich sagen, in Anbetracht der Ruhe hier. Bedanken wir uns für Ihr Kommen, hoffen wir auf ein Wiedersehen bei nächster Gelegenheit. Es gibt ja noch andere Themen, die wir bearbeiten und auch immer wieder mal diskutieren wollen. Und schöne Ostertage, was uns anbelangt, wünsche ich Ihnen.